Auf vielfachen Wunsch habe ich das Breacher von Schmiedeglut im Test und im Einsatz. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, wo die Vorteile liegen und die Nachteile und ob das etwas für dich sein kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Buschkraftareal und werde dieses Haumesser von der Firma Schmiedeglut einmal so richtig hernehmen. Viele Leute haben mich angeschrieben und haben gesagt, teste das und sag deine ehrliche Meinung dazu. Und das werde ich hier jetzt tun. Ich habe das Messer zur Verfügung gestellt bekommen, leihweise. Ich wollte es auch nur geliehen von der Firma Schmiedeglut. Ich habe den angeschaut und gesagt, könnt ihr mir eines leihen? Ich schicke es euch nach dem Test wieder zurück. Und die haben gesagt, ja, machen wir. Und das tue ich jetzt hiermit. Ich habe kein kommerzielles Interesse an der ganzen Sache, sondern es interessiert mich nur dieses Messer. Als ich es bekommen habe, habe ich mir gedacht, so wie beim Scrammer oder wie beim A1, ma, das ist ein richtig schieres Ding. Wie man in Österreich sagt, schier. Und da stehe ich auch dazu, es ist schier. Aber die Frage ist, ob das wichtig ist. Als Sammler, und das ist ja der Punkt dabei, oder als Messernutzer, die Optik, die liegt halt im Auge des Betrachters und ich finde es hässlich. Aber es ist cool, weil das Scrammer ist auch schier und das A1 ist auch schier. Und das hier ist auch schier, aber es sind einige Funktionen dabei, wo ich gesagt habe, okay, die Leute haben wirklich nachgedacht. Es kommt, und ich werde dann auch noch Tests machen, also gib mir ein bisschen Zeit, in einer schönen Kydex-Scheide, die ist wunderschön verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern, mit einem Gürtelclip dazu, alles wunderbar, da gibt es gar nichts. So, wenn du es in der Hand hältst, sagst du, okay, das ist geschmeidig, wie man in Österreich sagt. So, angenehm, also nicht irgendwie kantig oder unangenehm, sondern lässt sich schön angreifen und lässt auch Raum für unterschiedliche Handgrößen. Also es gibt dir nicht wirklich konkret vor, wie du es halten musst. Wenn deine Hände recht groß sind, wirst du Spaß dabei haben, kein Problem. Wenn sie halt ganz klein sind, ja, dann ist es halt so. Nein, Spaß beiseite. Dann hier hinten die Daumenauflage, die ist so gemacht, dass man sich nicht wehtut. Genauso, wie ich das immer gern habe. Also wenn da, ich vergesse immer den Fachausdruck, da diese lustigen Rillen drinnen sind, dann sage ich was, das ist beim Arbeiten unangenehm. Das ist ja nicht der Fall. Dann gibt es hier einen kleinen Teil, das ist für den Feuerstahl gemacht. Damit kann man den Feuerstahl anreißen, das zeige ich dir dann nachher. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier eine Teilsägung, zeige ich da auch, wie praktikabel die ist. Und da ist keine Säge mehr. Und ich habe mich ein bisschen über das Messer informiert und manche Leute sagen, das ist ein Blödsinn, dass hier keine Säge ist, es sollte komplett durchgehen. Ich bin hier anderer Meinung. Ich habe nämlich einige Messer mit Sägerücken und wenn du jetzt batonierst, wenn du da jetzt drauf schlägst, genau an die Stelle natürlich, weil da ist ja das Holz und der Sägerücken geht bis hierher, dann machst du dir das Schlagholz ganz schnell ganz kaputt und musst wieder ein neues machen. Wenn du nur einmal schlägst, ist egal, aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Das ist nicht gut. Und das Zweite ist, wenn man mal irgendwo noch einmal andrücken muss beim Arbeiten und da ist eine Säge, das ist immer unangenehm. Diese Säge hier ist also nur teilweise und da haben sie nachgedacht, das gefällt mir gut. Wenn du so drüber fährst, merkst du schon, okay, das ist schon, aber wenn man da mit der Hand hinkommt, ist man nicht gleich aufgeschnitten. Gibt es ja auch welche und das finde ich dann halt nicht so toll. Vom Gewicht her, wir werden es dann nachher gleich im Hacktest uns anschauen. Es ist halt ein Tanto oder Reverse Tanto, oder ich habe keine Ahnung, schreib mal, wie diese Klingenform konkret heißt. Ist halt so, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, also ich hätte es runter gemacht oder ich hätte es so scrammermäßig gemacht, aber auch das ist nett, auch das hat Vorteile. Und du kannst das Messer hier, aufgrund, weil die den Sägenrücken nicht komplett durchgemacht haben, auch noch nehmen, um hier zu bohren und das geht mit dem hier wirklich, 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 wirklich schön. Schleifen, es ist ein Carbonstahl, was weiß ich, irgendeine Mischung, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Und es ist, als es gekommen ist, vor zweieinhalb Wochen, ratzescharf gewesen, wirklich. Und natürlich, weil ich es im Einsatz gehabt habe, ich habe dem wirklich nichts geschenkt, dem Teil, dazu komme ich dann noch, ist halt stumpf worden, nein, stumpf. Ja? Und ich habe es jetzt nachgeschärft und das war auch alles überhaupt kein Thema, nur es ist halt, da muss man hier an der Stelle anders arbeiten, aber das geht auch. Und jetzt halte ich das Maul und zeige es dir mal im Einsatz. Ja, wie gesagt, ich bin im Bushcraft Camp und hier haben die Waldarbeiter ein bisschen gearbeitet und haben hier den Waldrand ein bisschen korrigiert. Und jetzt liegen hier noch einige Hasel und einige Eschen. Und das nutze ich natürlich gleich aus. Und das geht gut, das ist hier eine Hasel.
ich merke richtig, welche Kraft in dem Messer liegt. Es fährt richtig schön, es ist richtig schön kopflastig. Das tut wirklich alles, was es soll. Und das macht richtig Spaß. Das Schöne ist auch, dass ich überhaupt keine Angst habe, dass ich es, wenn ich jetzt reinhack und auf die Seite drehe, irgendwie kaputt mache. Weil das Ding ist einfach, ich behaupte, unkaputtbar. Also das geht wirklich, wirklich fein. Ja, tut was es soll, macht was es soll und hat richtig schön Biss. Werfen wir gleich einmal einen Blick auf die Säge. Und natürlich, muss ich gleich dazu sagen, also eine richtige Säge ist es nicht. Also es kann nicht mit einer Lapplinder oder einer Silke mit, das ist klar. Aber man kann ein bisschen was damit tun. Wobei ich mir da die Frage stelle, wenn ich schon ein Haumesser habe und quer zur Faser arbeiten will, ob ich da nicht energieschonender, aber verletzungsschonender sicher nicht, weil immer beim Hacken, da können irgendwelche Teile wegfliegen, die ins Auge kommen oder so irgendwie, wenn du keine Brille mit dabei hast, keine Schutzbrille, was die meisten ja gar nicht haben. Verletzungsmäßig vielleicht nicht, aber von der Zeit her bin ich mit dem Hacken meiner Meinung nach schneller als mit dem Sägen. Ja? Weil du halt auch nicht allzu viel Hub hast. Aber das hier ist trotz alledem, ein Einsatzgebiet gibt es nämlich für genau diese Säge. Ja, und zwar beim Fallenbau. Da braucht man immer wieder Vertiefungen, da braucht man immer wieder Muten und Federn. Nein, also da macht das auf jeden Fall Sinn. Ich habe jetzt hier einen Haselstock. Und du siehst, das Teil macht auch beim Schnitzen gute Figur. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit einem Opinel. Also Opinel wird da jetzt schneller durchgehen als dieses Haumesser. Aber mit Opinel kann ich auch keinen Haselstock, der so dick ist, durchhauen. Zumindest nicht in einer vernünftigen Zeit. Also das ist natürlich ganz klar. Das ist auch nicht das Einsatzgebiet. Aber Schnitzen ist hier auf jeden Fall möglich. Also Power Cut zum Beispiel kann man schön nehmen, habe ich vorher schon gesagt, dass der Griff nicht genau vorgibt, wie du es halten musst oder solltest. Also das geht. Und es gibt aber spezielle Fallen, die solche Nuten brauchen. Und da ist es gut, wenn man sowas hat. Ja, weil die Idee ist relativ einfach. Ne? Wenn ich jetzt an dieser Stelle für eine Vogelfalle zum Beispiel, was wir natürlich nur zu Testzwecken verwenden, da so eine kleine Nut brauche, dann kann ich genau das tun. Ja? Ihr braucht keine eigene Säge mit dabei haben. Also das ist zum Beispiel etwas, was auch dieses Tom Brown Messer, das Tracker Knife, hat. Also eine Raspel, weiß ich nicht, eine Säge, um solche kleinen Öffnungen zu bewerkstelligen. Zeigt er das jetzt? Ja? Also das ist jetzt so eine kleine Ausbuchtung und das ist auch schön ausgefranst. Und wenn jetzt meine Victorinox-Säge oder meine Silky so ausfranzen würde, würde ich sagen, ist er klumpert. Bei dem hier macht das aber Sinn. Warum? Weil ich jetzt zum Beispiel ein Gegenstück, ja, breche das jetzt hier an der Stelle ab, ein Gegenstück hier einfügen will. Und da ist es gut, wenn das nicht hundertprozentig glatt ist. Es kommt darauf an, wie der Auslöser funktionieren soll. Aber es gibt Auslöser, da soll das ausgefranst sein, damit es nicht so ganz glatt aneinander reibt. Das macht dann durchaus Sinn. Und für das kann man das einsetzen. Ich weiß nicht, ob das die Idee der Entwickler waren und von Schmiedeglut, das weiß ich nicht. Aber das tut es. Also das passt einmal ganz gut. Übrigens, wenn dich das Thema Fallenbau und Survival-Nahrung interessiert, dann schau bei meinem Kurs vorbei, da gebe ich da unten den Link auf dem Survival-Nahrungskurs. Da geht es um Tiere und Pflanzen, die man übers Jahr lang finden kann. Und da zeige ich auch etwas über das Fallenbauen her. Schau dir das an, wenn du magst. Also das ist einmal ganz gut und das kann man damit auch gut machen. Und der Specht hat auch geschrien, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. Und auch den Kuckuck habe ich ein paar Mal schreien gehört. Ich weiß nicht, Natur ist einfach eine laute Geschichte manchmal. Schauen wir uns einmal die Schnitzfähigkeiten an. Ich habe in der letzten Szene schon ein bisschen damit begonnen und ein bisschen angefangen. Ich meine natürlich, ich merke, dass dieses Messer von der Schnittfreudigkeit oder von der Schneidfreudigkeit natürlich mit einem richtigen Schnitzmesser nicht zu vergleichen ist. Aber mit ein paar Strichen oder Schnitten oder wie auch immer ich das nennen mag, kann man da was Schönes tun. Wie gesagt, es ist richtig, dass man
dass es da bessere Optionen gibt, aber das ist auch nicht das Anwendungsgebiet, aber es kann auch etwas. So in dieser One-Tool-Option, also ich habe ein Messer, ein Gerät, mit dem ich viele Dinge tun kann, da ist das auf jeden Fall mit dabei und das gefällt mir. Eine Sache, und das ist immer bei Messer, die irgendwie so einen Sägerücken haben, dass man halt ein bisschen aufpassen muss beim Arbeiten. Glücklicherweise ist das eh nicht scharf, nicht so richtig scharf, so muss man das sagen, und dadurch jetzt auch nicht so gefährlich, aber es passiert halt schon, wenn man da schnitzt, dass man da reingreifen mag, und das ist aber bei dem Messer so gelöst, dass man sie trotz allem, da merkt man, okay, das ist die falsche Stelle, aber man kann sie nicht verletzen, und das finde ich auch gut gemacht. Ich würde vorschlagen, wir machen den üblichen Batontest, aber dieses Mal nicht mit einem normalen Buchenscheitel, wie bei Kleinmesser, sondern wenn wir schon so ein fettes Teil haben, dann machen wir das bei so richtig schönen, trockenen, harten Eschenscheiteln. Und ja, jetzt kann das Teil einmal zeigen, was es kann und ob es auch robust ist. Ja, also, das könnte man mal so sagen. Also, so. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, Esche lässt sich auch leicht spalten. Weil es ein gegenständiger Baum ist und auch gerade gewachsen ist, sehr elastisch ist, aber es macht einmal alles mit. Das ging mir jetzt fast ein bisschen zu leicht, muss ich schon sagen. Dann nehmen wir mal ein bisschen was Festeres auch. Hier jetzt auch eine Esche, aber die ein bisschen dicker ist, die ein bisschen grausiger ist. Dann schauen wir gleich einmal, ob die Spaltwirkung da ist. Ja, also wir müssen noch eine andere Holzart hier nehmen, weil da kommt das Ding nicht an die Leistungsgrenze, das muss ich gleich einmal dazu sagen. Also da muss ich mal jetzt schnell noch eine andere Holzart suchen. Na gut, also dann muss ich was anderes hier nehmen, und zwar ein Buchenscheit. Dann nehmen wir den obligaten Buchenscheit, da sind auch ein paar Äste drinnen, damit es ein bisschen unangenehmer wird, da werden wir gleich einmal anfangen damit. Also, das ist jetzt schon mehr Challenge. Ja? Jetzt werden wir schauen, welche Spaltwirkung da dahinter ist. Also der Ast ist wirklich fürchterlich, also da habe ich jetzt dem Messer wirklich was angetan, also da komme ich nicht durch, da komme ich jetzt nicht durch, aber wir wollen es ja nur so richtig hier nehmen, das Messer, ja, ist der Rieker da, naja. Da habe ich jetzt wieder zu viel gewollt. Also, das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Das ist ein bisschen ein Problem. Müssen wir halt mehrfach arbeiten. Da ist ein Ast drinnen. Und der will nicht so, wie ich das will. Aber ich gebe auch nicht auf Messer. Der Preacher! Ja. Also, da habe ich mich jetzt übernommen oder das Messer übernommen. Nein, das stimmt nicht. Da kann man halt nicht erwarten, dass man da einfach durchgeht. Also, da ist ein Ast und überall ein Astel drin. Ja, das Ding macht alles mit. Also, auch für das Betoning ist das Ding breit genug, ja, oder dick genug. Hier, also von der Gingendicke. Macht einfach Spaß, macht wirklich Spaß. Und natürlich wollen wir uns jetzt auch einmal ein bisschen feinere Arbeiten anschauen und schauen, ob wir da Federsticks rauskriegen aus so einem Eschenholz. Das ist natürlich gemein, weil Eschenholz ist halt, naja, nicht unbedingt das weichste Holz. Ja. Das merke ich auch schon. Aber es geht. Es geht. So. Ja. Aber da ist halt ganz klar nicht unbedingt die Stärke von dem Messer. Aber es geht. Und alles, was geht, ist gut. So, also Esche, geht einmal. So, dann Buche, wo bist du? Da ist sie, die Buche.
verreckte Buche. Da schauen wir gleich das nächste. Mache ich ja normalerweise immer bei diesen Buchenteilen den Sharp-Test oder den Feathersticks-Test. Dann wollen wir das hier auch machen. Und Buche ist auch nicht unbedingt was, wo das so einfach geht. Und da muss man halt sagen, da sind eher die, ja, das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt. Aber das kann man auch, man kann nicht alles erwarten. Du kannst jetzt ein Haumesser erwarten, das eine geile Spaltwirkung hat und dann auch schnitzt wie ein Opinel oder wie ein Mohr. Das geht halt einfach nicht alles. Ja? Du kannst nicht alles zusammennehmen, speziell wenn du nicht ideale Holzsorten hast. Ne? Wenn du jetzt etwas Weicheres hast, wie eine Pappel oder eine Weide, dann wäre das natürlich alles ein bisschen einfacher. Aber ja, man kann nicht alles haben. So, ich nehme jetzt den letzten Vorstall deines Lebens. So. Genau diese Ausnehmung, die sie gemacht haben, da funktioniert das natürlich gut. Das ist überhaupt kein Thema. Wollen wir jetzt auch gleich ausprobieren. Will auch gleich was dazu sagen. Zu allen, die den Feuerstahl haben wollen, aber noch nicht gekauft haben. Wenn du das Video jetzt bei der Veröffentlichung siehst, dann würde ich Gas geben, wenn du ihn unbedingt haben willst. Weil wir haben nur mehr ein paar auf Lager. Das wird ihn nicht mehr geben. Wir produzieren ihn nicht mehr. Ja, also wenn, dann jetzt zuschlagen. Nicht, dass ich dann auf einmal keinen mehr auf Lager habe und du da sagst, wo ist er? Ja, komm. Anbrennen, schauen so viele Leute zu, die glauben dann, ich bin unfähig. Was vielleicht auch möglich ist. Aber, liegen nicht zurecht. Komm. Ja, kommst du? Na, es glost nur so vor sich hin. Will nicht zurecht. Und du siehst, also ich bin bei den Funken jetzt wirklich, ich fahre über die gesamte Länge, also ich bin nicht sparsam. So, komm, brenn ein bisschen. Eieieiei. Komm, jetzt brenn ein bisschen hier, das gibt's ja nicht. Wie schaut denn das aus, wenn du nicht brennst? Na, geht gleich wieder aus. Schaut wirklich gemein aus. He? Da kann man wirklich sagen, der Rossmann, der kann überhaupt nichts. Der redet immer nur und kann nicht einmal was anzünden. Nein, also es geht mit dem Holz definitiv nicht. Mit diesen Locken so in der Form. Oder, na komm, nicht gleich wieder ausgehen. Also ich hätte auf meine eigene Regel achten sollen. Wenn du glaubst, du hast genug Zunder, dann hol noch einmal so viel. Aber es brennt immer kurz an und geht dann wieder aus. Anscheinend ist das Eschenholz doch nicht so trocken, wie ich gedacht habe. Aber sei es drum, es geht ja auch nicht darum zu zeigen, ob ich was kann oder nicht kann. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, wo das Einsatzgebiet von diesem Messer liegt. Und das Einsatzgebiet von diesem Messer, das ist halt nicht unbedingt das feine Schnitzen. Ne? Ja, was ist nun mein Fazit zu diesem Messer? Also, es ist sicherlich diese sogenannte One-Tool-Option, kannst du damit auf jeden Fall umsetzen, wenn dich das interessiert. Es ist halt kein Spezialwerkzeug fürs Schnitzen, sondern es ist ein Haumesser, mit dem man auch ein bisschen schnitzen kann. Ist es etwas, was man unbedingt braucht? Nein, was braucht man schon unbedingt? Es gibt auch günstigere Varianten, weil das auch immer wieder gefragt wurde, Scrammer oder das. Das hängt halt davon ab, was dir besser in der Hand liegt und auch was dein Geldbeutel hergibt. Das hier ist definitiv nicht schlecht und braucht sich von dem Scrammer nicht verstecken. Das Scrammer braucht sich aber auch nicht vor diesem Bridger hier verstecken. Das ist einfach ein Nebeneinander und du musst wissen, was für dich besser passt. Ich kann dir aus Erfahrung nur Folgendes sagen. Mit dem Scrammer spalten ist nicht so gut wie mit diesem Bridger hier. Das Scrammer gibt es ja auch in einer 20 cm Ausführung. Da ist das Hacken oder das Hauen, so muss man sagen, das Hauen ein bisschen besser als bei dem hier. Dafür hat diese Sägefunktionalität nicht. Das musst du dir halt ganz einfach bewusst sein, das muss dir gefallen. Und das ist halt schwer zu sagen, das ist halt schon qualitativ noch einmal eine Stufe höher, sagen wir das so. Also das ist schon wirklich sehr fein verarbeitet, hat aber auch seinen Preis, so wie das halt einmal auf der Welt ist. Das ist mein Fazit dazu. Du hast auch eine schöne, vernünftige, praktikable Scheide. Das ist beim Scrammer nämlich wirklich ein absoluter Nachteil. Aber das ist einfach so. Ich glaube, dass es nicht fair wäre, wenn man diese beiden Messer eins zu eins miteinander vergleicht. Denn jedes hat so sein Einsatzgebiet. Und weil ich auch gefragt worden bin, und ich habe jetzt vor kurzem erst vor ein paar Stunden ein Telefonat geführt, was das A1 betrifft. Schau, das mit dem A1 zu vergleichen ist auch wiederum so eine Geschichte. Mit dem hier kannst du definitiv besser hauen und hacken.
Aber das A1 kann ein bisschen besser spalten, weil es breiter ist, weil es mehr Keil hat. Jedes hat seinen Einsatzgebiet, du musst wissen, was du brauchst. Das war's! Daumen nach oben oder nach unten. Ich schreib mir bitte einen Kommentar, was du davon hältst. Ich gebe dir den Link einfach so auf Schmiedeglut, schaust du ganz einfach an, ob das was für dich ist oder nicht. Ich habe mit denen nichts zu tun, ich kriege kein Geld dafür, ich verdiene da nichts dabei. Ich habe es einfach nur hergezeigt. Mag mich bei den Leuten aber auch bedanken, dass sie es mir leihweise zur Verfügung gestellt haben. Ich gebe dir den Link zu meinem Nahrungskurs, wenn dich Fallenstellen und sowas interessiert, dann sei auch dabei. Link gebe ich dir da. Abo und ein paar andere Videos und sowas und überhaupt. Bis bald, dein René Rossmann. Und schau auch auf waldurlaub.at vorbei. Denn der Bushcraft Camp ist auch eine coole Sache. Bis bald und ciao.